Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Im letzten Part haben wir quasi einen ersten kleinen Einblick in die Story bekommen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen. Ben Undercover, nächster Fall. Wie das weitergeht. Wir wollen. Na komm. Fahren wir mit der Limo. Mal was können. Es gibt keine Fußgänger in diesem Spiel, weil sie vor dir nicht sicher wären. Ja. 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 Bei Blaulicht und Sirene auf der Autobahn würde der Gegenverkehr eine Gasse bilden, bei drei Spuren zwischen der zweiten und dritten. Von links oder von rechts. Oh. Es gibt viele Seitengassen, durch die du abkürzen kannst. Zum Glück kennt das Navi die. Weil ich kenne sie nämlich nicht. Versuche deinen Gegner am Heck zu treffen. Dreht er sich, verliert er die Orientierung für einen Moment und du kannst ihn schnappen. Ja. Der Nitro-Booster lädt sich nach einiger Zeit langsam wieder auf, wenn du ihn nicht benutzt. Wow! Du bist unterwegs, um Leben zu retten, also verschone nach Möglichkeit den Gegenverkehr. Ja. Stifte man ein Leben retten will und dabei drei Leute über den Haufen fährt. Du darfst deinen Weg selbst suchen, aber denk immer daran, am schnellsten fährt ein Auto normal auf der Straße. You don't say. Manchmal hast du richtig Glück und kannst aus deinem Fuhrpark dein Auto frei wählen, manchmal aber eben auch nicht. Ja, das hat man ja gerade eben gesehen. Vorsicht an Bahnübergängen, sonst können diese tückisch werden. Danke. In vielen Rennen leiten dich Waypoints zum Ziel. Die blauen Waypoints kannst du einfach durchfahren, in den roten musst du anhalten. Könnte das jetzt eigentlich auch mal losgehen? Bei einigen Missionen musst du Abstand Senior, halten. Ben? Ah. Sie hatten doch von dem Autodieb einen Treffpunkt verraten bekommen, oder? Ja, Chefin. Und wenn wir an die Hintermänner kommen wollen, dann wäre das die Gelegenheit. Ich schätze, wir haben nicht genug in der Hand, um dieses Treffen mit Einsatzkräften abzusichern. Wir dachten eher daran, dass sich einer von uns als der Autodieb vorstellt. Er hat seinen Auftraggeber bisher nicht persönlich getroffen und den Wagen haben wir ja sichergestellt. Sie wollen undercover an die Hintermänner? Klar, warum nicht? Einverstanden. Aber das muss einer von Ihnen alleine machen. Ben macht das. Ben? Kein Problem. Also gut. Aber seien Sie vorsichtig, Ben. Und rufen Sie Verstärkung, wenn es brenzlig wird. Verstanden. Gut. Go for it. Achso, das ist jetzt der sichergestellte Wagen, mit dem ich jetzt hier fahre. Okay. Gut. Ach, verdammt, die Kollegen. Oh, nö. Mich jetzt für den Autodieb. Ach, wenn ich jetzt anhalte und alles erkläre, dann bin ich ja nie im Leben rechtzeitig am Treffpunkt. Besser ich sehe zu, dass ich die Kollegen loswerde. Na super, jetzt dürfen wir also auch noch vor der Polizei abhauen bei der Gelegenheit. Wir hatten ja noch nicht genug zu tun. Oh, die Mission kenne ich, glaube ich. Die ist so ein Rotz. Also wenn das die ist, von der ich denke, dass sie es ist, dann ist die echt ein ziemlicher Rotz. Genau. Boah, bis ich da drauf gekommen bin, dass man hier einfach eine Weile drin stehen muss. Das hat so ewig gedauert, sag ich euch. Aber wir wollen da mit 140 drüber. Ich hoffe, das hat jetzt gepasst. Jo. Wird die mit 50. Au. Und wir sind erst bei 10%, bei 5%. Sehr gut. Nein. Puh, das Problem bin ich scheinbar los. Hoffentlich bin ich noch rechtzeitig da. Ach, Zeitlimit haben wir auch noch, sonst wäre es ja zu uncool. Ja, ich habe mich jetzt vorher nicht wirklich beeilt, wie man vielleicht gesehen hat. Verdammt ich. Wollen wir jetzt mal gucken, dass wir hier Gas geben. Go, go. Aber da hinten, da war, hat man schon auf der Minimap ein rotes Auto gesehen. Das ist wahrscheinlich da, wo wir hinwollen. Dann fahre ich jetzt hier mal langsam, nicht, dass wir unser Auto noch andatschen irgendwo. Ja, das sieht doch gut aus.
Sehr gut. Und moin. Ich hab mir dich anders vorgestellt, Rico. Wollen wir zusammen ausgehen oder willst du die Karre? Schon gut, Kumpel. Ging alles gut über die Bühne? Na klar. Schau dir die Kiste an. War sogar noch in der Waschanlage. Ja, sieht gut aus. Was hast du denn mit der Nobelkarosse vor? Geht dich ja wohl nichts an. Entschuldige, klar. Meine Neugier ist eine Erbkrankheit. Du hast nicht zufällig noch so einen Job für mich? Hätte ich. Aber dann will ich erst wissen, was du drauf hast. Bereit für eine kleine Fahrprüfung? Immer. Okay. Bin mal gespannt. Rendezvous mit Hindernissen. Sehr schön. Alles klar, Rico. Nimm meinen Wagen und tritt aufs Gaspedal. Ich muss dir wohl nicht extra sagen, dass ich nicht den winzigsten Kratzer im Lack haben möchte. Selbstverständlich. Vertrau mir. Der ist ja geil drauf. Aber dieser Wagen hier, namens Alligator, meine ich zumindest, dass der so heißt. Oh, das war knapp. Der ist echt geil. Ich muss jetzt nur diese Waypoints, also, das heißt hier echt geil. Er hat einiges unter der Haube und lässt sich eigentlich wirklich ganz schön fahren. Das ist echt, also, es gibt Schlimmeres im Leben. So. Oh, mal sehen, wir dürfen jetzt hier durch diese engen Gassen durchfahren und zwar ohne den anzuditschen. Das ist gar nicht so einfach, wie das jetzt hier aussieht. Ich weiß auch nicht, ob ich es in dem Zeitlimit schaffe. Ich versuche auf jeden Fall eher das Schadenslimit einzuhalten als das Zeitlimit. Oh, war das jetzt hier richtig? Ja, war richtig. Komm, go, go, go. Ja, gut. Okay, ich habe schon Gefühl, ich muss hier zurücksetzen. Nein, ich will da noch rüber. Rums, hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, ne? Die Laterne steht da noch. Ganz bestimmt. Hat keiner gesehen. So. Wo geht's jetzt weiter? Hier rum. Hauen wir wieder ein bisschen Nitro. Au! Okay. Fail. Mist. Scheibenkleister. So. Also, sorry, Typ. Das war echt nicht so geplant. Das tut mir wahnsinnig leid. Ja, okay, eigentlich ja nicht, aber... tut mir leid. Wirklich. Bestimmt. So. Da geht's jetzt hier wohl wieder raus. Das heißt, wir stiefeln hier schon mal die Bremse ein. Oh, sehr gut. Nice. Wow, der Wagen hat mich fast über den Haufen gefahren. Ah, hat auch keiner gesehen. Okay. Wichtig ist übrigens immer, ne, jetzt, Mist. War schon wieder da. Okay, okay. Du hast's drauf, so viel steht fest. Also, hast du noch einen Job für mich? Ja, ich melde mich morgen bei dir. Modell weiß ich noch nicht. Sag mal, du drehst die Nummer doch nicht alleine. Hast du feste Auftraggeber? Geht dich immer noch nichts an. Entschuldige, meine Erbkrankheit. Okay, was ich jetzt kurz sagen wollte, erkläre ich beim nächsten Mal. Erkläre ich jetzt, wenn es dann gleich weitergeht. Ah, verdammt, da fällt mir gerade ein, ganz kurzer Cut. Okay. Weiter geht's. Okay. Ich will den Fall machen. Die Konferenz. Go. Mit. Wir könnten den Alligator nehmen. Könnten wir tatsächlich tun. Oh nee, nicht in Blau. Nehmen wir nochmal den. So. Okay, dann gucken wir jetzt hier mal ein bisschen umeinander. Was ich jetzt gerade noch sagen wollte, erkläre ich, wenn es soweit ist, wieder. Sie mir? Ben? Die Chefin hat noch einen Job für euch. Was? Jetzt noch? Wir haben Feierabend.
Ihr wisst doch von dem Weltwirtschaftsgipfel, der nächste Woche hier stattfindet. Ja, klar. Eine Delegation aus Südamerika trifft schon jetzt ein. Sie brauchen Geleitschutz. Dieser Einsatz der Kollegen vom Revier 12 war erst morgen vorgesehen. Die Leute sind jetzt nicht im Dienst. Alles klar, fahren wir zum Flughafen. Okay. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen random. Und warum müssen wir jetzt... Warum musst du jetzt einmal anhalten und neu laden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Egal, Sehen wir, das wird wohl nicht unsere letzte Eskorte diese Woche. Wieso ist das eine größere Geschichte? Machst du Witze? Hohe Tiere und Wirtschaftsbosse aus aller Welt in unserer Stadt. Es sind 1000 Gegendemonstrationen angekündigt. Das wird rund gehen. Das wird doch uns kaum betreffen. So eine Konferenz findet ja nicht auf der Autobahn statt. Wir werden sehen. Ja, also man könnte es vielleicht fast schon ein bisschen ahnen. Es geht natürlich jetzt die ganze Woche nur um diese Konferenz. Ist ja logisch. So, was ich noch gesagt haben wollte, muss man aufpassen muss. Also, man hat ja zwei Arten von Schadenslimits. Sachschadenlimit und Fahrzeugschadenlimit, also die Prozentangabe. Wenn man diese Prozentangabe hat, dann sollte man tunlichst nicht in Wände reinfahren. Wenn man dagegen das Sachschadenslimit hat, dann sollte man wiederum tunlichst nicht in andere Autos reinfahren, weil das kostet richtig Schotter. Also sprich, wenn man zum Beispiel in den Krankenwagen reinfährt, macht man sich am eigenen Auto vielleicht 3% Schaden, wenn es hochkommt. Aber man hat über 100.000 Euro Sachschaden. Deswegen, ne? So, was wir jetzt hier machen, ist eine sogenannte Beschattung. Das müssen wir entweder machen, um Verdächtige zu beschatten oder eben für Eskorte. Wir dürfen also höchstens 20 Meter rankommen und höchstens 70 Meter weit wegkommen. Was gar nicht so leicht ist, weil die manchmal etwas random fahren. Und, ja. Antitschen ist natürlich verboten. Genauso wie, Blaulicht. Das wir im Moment mit dem Wagen eh nicht haben, aber wurscht. Ja, wir müssen also gucken, dass wir hier jetzt flüssig durchkommen. So. Wollen wir mal sehen. Nehmen wir jetzt hier die Abkürzung unauffällig. Alter. Die fahren hier relativ rigoros durch, wie man sieht. Autos werden da einfach gepflegt ignoriert. Boah, ich will dich nicht rein. So. Ah, okay. Ach so, die nehmen auch sehr gerne sehr große Umwege. Das heißt, das kann jetzt hier ruhig noch einen Tick dauern. Tralala. Wollte ich noch was sagen zum Thema Beschattung? Ach ja, Beschattung ist übrigens der Missionsteil oder die Aufgabe, die mir am wenigsten gefällt. Weil die manchmal so bockschwer sind. Wenn einer über die Autobahn fährt, macht keinen Fehler. Fährt er mit 250 ganz fein durch, da darfst du wirklich dir keinen Fehler erlauben. Gar nicht. Weil du sonst sofort weg bist. Das ist so hart. Also Beschattungen können echt bockhart sein. Ja. Sonst noch was ich gesagt haben wollte? Nö, eigentlich nicht. Ich hab Heimweh. Komm, lass uns zum Revier fahren. Du bist doch schon großer Polizist. Ich will aber... Na gut. So, jetzt geht's erst wieder zurück. Schade, okay, wollte nur was testen. Alles da. Das heißt, wir fahren jetzt also wieder zurück und zwar auch noch in einem Zeitlimit. Sonst wäre es ja alles so, nicht... das hätten wir. Schluss für heute. Wir wollten doch eigentlich Frühstück holen. Ja, stimmt. War irgendwie keine Zeit für. Oh, ich brauche jetzt ein Steak. Schade, nicht auf die Autobahn. Ich wäre jetzt gerne auf die Autobahn gefahren. Aber gut, man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? So. Hier mal in die Eisenstiefel und hier nochmal in die Eisenstiefel, weil ich weiß nicht, wie gemein da die Ecke ist. Ah, gar nicht gemein, okay. So, in einer Minute schaffen wir das ja wohl. So, dann wollen wir hier ein bisschen lässig über die Tankstelle drüber driven und dann sind wir hier jetzt auch schon am Revier. Runde 50 Sekunden, bevor wir hätten da sein müssen. So. Okay.
Und weiter geht's. Ah, drei neue Fälle. Okay, womit fangen wir an? Mit dem, was da oben steht. Die Autonomen. Obwohl... Nee, das sind alles drei längere Missionen, glaube ich. Ja, ich glaube, das sind alles drei längere Missionen. Ja, egal, dann machen wir einfach die Autonomen. Nehmen wir den. Okay. Ich warte natürlich darauf, dass wir die Grand Sportwagen kriegen, weil... Ne? Haben einfach mehr Stil. So. Die Autonomen. Ich meine, ich weiß, was wir da machen mussten, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die zwei Missionen haben mich jetzt irritiert. Wäre es nur eine gewesen, hätte ich gewusst, was wir da machen müssen. Aber zwei... Ich weiß nicht, was da noch kommt. Also eine Mission ist auf jeden Fall, dass wir mehrere so Lager abklappern müssen. Einfach nur von A nach B fahren, hinstellen, kurz warten, weiterfahren zum nächsten Punkt, hinstellen, kurz warten, weiterfahren zum nächsten Punkt. Das ist auf jeden Fall ein Teil. Den anderen Teil weiß ich nicht mehr. Es könnte sein, dass es einfach nur kurz wohin gurken ist. Kann aber auch sein, dass es irgendwas Komplizierteres ist. So. Zur Not müssen wir halt in der Mission abbrechen, weil der Part geht nicht mehr ewig. Bei einer Beschattung? Ja, genau. Semja, kommen Sie bitte kurz in mein Büro. Unsere Chefin klingt dort irgendwie streng. Ab heute wird auch die Autobahnpolizei in Bereitschaft versetzt, um den Ablauf der Wirtschaftskonferenz zu sichern. Die örtliche Polizei hat zwar Protestaktionen und Demos eingeplant, es hat sich aber inzwischen herausgestellt, dass wohl deutlich mehr Konferenzgegner als erwartet kommen. Wie können wir ohne Vorbereitung eingebunden werden? Es gibt vermehrt Hinweise, dass sich in der ganzen Stadt Autonome versammeln. Jetzt schon? Die Weltwirtschaftskonferenz ist doch erst in ein paar Tagen. Noch ist es zu keinen Ausschreitungen gekommen, aber wir sollten vorsorgen. Fahren Sie in Frage kommende Gebiete ab und protokollieren Sie, wo sich die Autonomen aufhalten. Alle Streifenwagen haben diese Anweisung. Die Daten werden gesammelt, um festzustellen, inwieweit die polizeilichen Maßnahmen verstärkt werden müssen. Geht klar. An den Teil erinnere ich mich. Einfach die Lager abklappern. Ich meine, das ist ja nur eine Mission. Genau, mal eben schnell 9 Ziele abklappern. Blaulicht-Fragezeichen? Nehmen wir wieder nicht. Ah, hier war das. Das andere ist ja die Aktionstaste. Oh, nee. Regt mich jetzt zu sehr auf. Das nervt einfach die ganze Zeit, dieses Gedudel. Da kommen wir auch so durch. Alligator-Polizei ist zwar theoretisch... So, hier sind schon mal Autonome. Alligator-Polizei ist zwar theoretisch genau eine gleiche Wagen wie eine normale Alligator, hat aber durch den Polizeiblinker drauf, irgendwie finde ich, deutlich weniger Stil. Warum bin ich ihn dann trotzdem gefahren? Weil ich dachte, vielleicht ist der Verkehr so eng, dass ich das Blaulicht brauche. Aber ich kann hier kein Lager entdecken. Ja, bei jedem Punkt sagen die ganz kurz was. Deswegen rede ich hier auch ein wenig abgehackt. So, hier wollen wir hoch. Upp. So, wo ist der nächste Punkt? Da linkslich. Gut, hoffentlich kommt jetzt kein Zug, weil das kann ich jetzt im Moment nicht gebrauchen. Nein, kommt keiner. Das ist sehr gut. Hoppla. Nichts los. Dass ich die Andreaskreuze mitgenommen habe, tut mir übrigens extrem leid. Haben wir irgendein Limit? Ah ja, höchstens 10.000 Sachschaden. Also wir wollen kein einziges Auto rammen. Mit einem einzigen gerammten Auto sind wir da drüber. Hier haben sich die Autonomen einen schönen Platz ausgesucht. Also wie gesagt, mit einem gerammten Auto ist es vorbei. Deswegen gucke ich auch immer auf die Minimap, um zu schauen, ob hinter einer Kurve ein Auto ist, weil das sieht man ja zum Glück. Da wusste ich jetzt, dass das kommen wird. Uah! So. Okay, kommt da, da ist ja eins. Ah, zum Glück auf meiner Spur, ansonsten wäre das interessant geworden. So, jetzt sind hier noch die zwei. Noch ein Lager, sieht friedlich aus.
So, 5 von 9 Punkten haben wir schon. Okay, wie geht's weiter? Okay. Mann, wo die überall herkommen. So. Fahren wir kurz diesen Part hier noch zu Ende und dann geht's dann nächstes Mal weiter. Wir sind ja in einer Minute fertig, wenn alles glatt läuft. Das war jetzt uncool. Die Gegend ist ruhig. Ah gut, hat er mitgenommen. Man nimmt dann nämlich Jackpot nicht mit, wenn man da so sehr seitlich dran vorbeifährt. Deswegen hatte ich jetzt schon Angst. Okay, für den Punkt müssen wir anscheinend wieder etwas mehr gurken. So, hier einmal in die Eisen und rum um die Kurve. So. Okay, gut. Dann geht es jetzt also hier hoch. Das war knapp. Alter Vater, war das knapp. So, hier rum. Hier. Da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. So. Oh, 7 Sekunden. Nein! Okay, beides verkackt. Sowohl das Zeitlimit als auch beides verkackt. Ich bin so ein Genie. Haben wir genug? Denke schon. Lass uns die Daten abliefern. Gut. Dann ist an dem Punkt Partende. So. Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit der nächsten Mission von diesem Fall. Also Unterfall. Eigentlich ist es ja alles ein großer Fall, aber das ist halt ein Unterfall. Wir sehen uns halt bei der nächsten Mission von diesem Fall. Bis dahin. Ciao.